Du, ich, wir haben sie alle begangen. Styling-Fehler in unserer Jugendzeit. Wenn du noch Teenager bist und keinen Bock hast, Styling-Fehler zu begehen, dann kannst du jetzt von deinem Online-Bruder Korte lernen. Und wenn du schon aus der Teenagerphase raus bist, auch kein Problem, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann wirst du in diesem Video auf jeden Fall anfangen zu schmunzeln, denn du wirst zu 100% einen dieser Fehler definitiv auch in deiner Jugendzeit begangen haben. Erstens, Stil deiner Freunde kopieren. Es gibt immer wieder einen im Freundeskreis, der irgendwie ein bisschen cooler, ein bisschen besser, ein bisschen stylischer angezogen ist. Und vielleicht hast du selbst nicht ganz so viel Ahnung von Styling und Outfits. Und was machst du dann? Du kopierst einfach den Style von deinem besten Buddy, von dem du denkst, dass er besser angezogen ist als du. Und wenn ihr dann zu zweit durch die Gegend lauft, dann sieht das alles andere als stylisch aus, sondern sieht das eher so aus, als ob ihr Zwillinge seid. Also versuche nicht, den Stil von deinem besten Buddy zu kopieren, sondern versuche wirklich, deinen eigenen Stil weiterzuentwickeln. Klar, hol dir Inspiration auf Pinterest, auf Instagram oder auf der Straße oder sonst wo, wo du dich inspirieren lassen kannst, aber versuche wirklich nicht, so auszusehen wie dein bester Buddy. Und um den eigenen Stil zu entwickeln, kannst du einfach mal den Men's Style Guide auschecken. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Ach ja, und by the way, diesen Fehler begehen nicht nur wir Männer, den machen übrigens auch die Frauen der Schöpfung. Zweiter Fehler, nur Sneaker tragen. Wenn man jung ist, dann hat man so seinen Favorite-Schuh, sage ich jetzt mal, seinen Favorite-Sneaker. Und dann zieht man nur diesen einen Sneaker an. Ganz egal, was es für andere Schuhe auf dieser Welt gibt, das ist dein Favorite-Sneaker und nur diesen ziehst du an. Und der kann auch ausgelatscht und durchgenudelt sein. Es ist dein Favorite-Sneaker und nur diesen ziehst du an. Ja, Leute, ich liebe auch meine Sneaker, aber versucht einfach, verschiedene Arten von Schuhen auszuprobieren, wie zum Beispiel Chelsea Boots. Gut kombiniert mit einer schwarzen Jeans und einer Lederjacke. Funktioniert super. Oder auch etwas schickere Schuhe, wie zum Beispiel Loafer zu einem etwas schickeren Outfit, kannst du auch schon in jungen Jahren anziehen. Also, begrenzt euch nicht in eurem Style, indem ihr nur Sneaker tragt. Dritter Fehler, ein lückenhafter Bart. Ja, Leute, ich kann verstehen, wenn die Barthaare gerade so sprießen, dann will man natürlich die Dinger stehen lassen und zeigen, wie männlich man ist. Na klar, logisch. Aber bitte, 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 hab doch nicht so einen komischen Schamhaarbart im Gesicht. Überall so ein paar Pflaumen, das sieht alles andere als stylisch oder männlich aus. Das sieht eher ungepflegt aus. Also Leute, bitte macht nicht den Fehler und lasst einen megamäßigen, lückenhaften Bart stehen, sondern wenn ihr Lücken im Bart habt, also so megamäßige Lücken, dann rasiert das einfach weg. Sieht wesentlich gepflegter aus. Oder ihr wartet einfach noch ein paar Jahre, bis euer Bart dann wirklich zu 100% da ist und ihr auch wirklich ein paar Barthaare stehen lassen könnt und das Ganze auch vernünftig aussieht. Wenn es mit dem Bartwuchs noch nicht so richtig klappt, dann könnt ihr natürlich auch auf Mittelchen zurückgreifen, wie zum Beispiel den Bartroller oder andere kleine Arzneimittelchen, die den Bartwuchs einfach fördern. Aber Leute, bitte lasst nicht diesen megamäßigen, lückenhaften Bart im Gesicht stehen. Das sieht alles andere als gepflegt aus. Vierter Fehler, den haben wir alle begangen, zu 100%, alle da draußen, und zwar zu viel Parfüm. Du denkst dir, hey, Dior Sauvage, geiler Duft, die Frauen stehen drauf, dann machst du einfach mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spritzer drauf, dann gefällt es den Frauen noch besser. Nein, mein Freund, dann riechst du eher wie so ein Tigerpuff. Gerade wenn du zum Beispiel so einen langanhaltenden Duft hast, wie den Dior Sauvage, dann musst du dir wirklich gar keine Gedanken machen. Da reichen 3 Spritzer, einer links, einer rechts und einer vielleicht hinten noch, komplett, vollkommen aus und du musst dir keine Gedanken machen. Auch dann freuen sich die Frauen noch. Fünftens, Markenklamotten und das voll auf die Fresse. Wenn man jung ist, das war ich auch, dann möchte man natürlich das ein oder andere Markenteil auch haben. Und bestenfalls sehen das natürlich auch noch alle Leute, dass es von Marke X oder Y kommt und dann am besten noch mit einem riesengroßen Schriftzug dick auf der Brust drauf. Sprich, du kaufst Markenklamotten mit fetten Brandings drauf und sprich, du läufst irgendwie rum wie so eine laufende Litfaßsäule. Aber Leute, auch wenn es vielleicht hin und wieder mal ein Trend ist, Trends kommen, Trends gehen und wenn du dann viele Markenklamotten gekauft hast, viel Geld investiert hast in Markenklamotten mit fetten Brandings drauf und das irgendwann mal out of style ist, ja, dann hast du viel Geld investiert in Markenklamotten, die du gar nicht mehr trägst. Es gibt natürlich auch Markenklamotten, wo es einfach ein bisschen dezenter ist, wo es einfach ein bisschen minimalistischer ist. Also nichts gegen Markenklamotten, ganz im Gegenteil, ich bin ein Typ, der mag hochwertige Markenklamotten, gar keine Frage. Aber es geht auch ein bisschen minimalistischer. Und sechstens,
die guten alten Gelfrisuren. Diesen Fehler haben wir wohl alle begangen. Ja, bei mir zu Hause stand damals so ein 500 Milliliter Gelpot in verschiedensten Farben, in Rot, Gelb, Grün, Blau, was auch immer. Und dieses Gel hat man sich dann in die Haare geklatscht und dann hatte man wirklich wundervolle Gelfrisuren, die steinhart waren. Macht das besser nicht. Versuch besser auf hochwertige Haarstyling-Produkte zurückzugreifen mit guten Inhaltsstoffen. A, werden deine Haare es dir danken und B, sieht das Ganze auch viel besser aus. Und gerade im Alter, wenn vielleicht auch deine Haare irgendwann mal ausfallen könnten, ja, gerade dann machst du dir vielleicht auch Gedanken darüber, ob das eine gute Idee war, dass du dir damals so viele Massen Gel in die Haare geschmiert hast. So Leute, jetzt bin ich gespannt. Schreibt gerne in die Kommentare rein, ob ihr da draußen auch einen dieser Fehler begangen habt, die ich hier heute vorgestellt habe. Und für diejenigen, die noch ganz jung sind, ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video heute ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ja, teilt das Video liebend gerne mit euren Teenager-Freunden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.